So, hallöchen, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Kerbal Space Program Let's Guide Serie. Und heute geht es um orbitale Rettungsmissionen, also Rettungsmissionen im Orbit und so weiter und so fort und alles drumherum, denn und drum und dran. Denn wir haben ein klitzekleines Problemchen. Und zwar ist das, dass wir nur noch diese lieben drei Kerbals hier haben. Ich meine, wir haben noch theoretisch den Jebediah, sitzt aktuell in irgendeiner Raumstation im Kerbin-Orbit und macht da lustige Dinge und dreht Däumchen, I guess. Aber ich könnte mal wieder ein paar neue Kerbals gebrauchen und da bietet sich so ein Rettungskontrakt über Mission Control hier durchaus an. Deswegen würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir hier vielleicht einen Kerbal retten werden in der heutigen Folge. Außerdem dachte ich mir so, ja, das würde vielleicht auch ein ganz gutes Guide-Video machen für den einen oder anderen. Ist nochmal so, ne, zum Thema. Es geht so in Richtung Docken, ist aber natürlich noch nicht Docken. Auch zum Thema Docken habe ich Videos auf meinem Channel. I guess, ich gucke mal, dass ich eins raussuche und dann wird das jetzt gleich hier oben rechts bei so einem i. Ne? Da wird so ein i erscheinen und dann könnt ihr da draufklicken. Und dann könnt ihr da euch ein Video zum Thema, wie docke ich ein Kerbal Space Program angucken. Das werde ich jetzt hier oben rechts gerade verlinkt haben. Also nur für die Desktop-Menschen. Ich glaube, auf dem Smartphone, auf dem Handy funktionieren diese Verlinkungen leider noch nicht. Glaube ich zumindest, ich weiß es nicht genau. Anyways, so viel dazu. So, ich würde sagen, ich schaue mal kurz hier nach einem schönen Contract und dann hören wir es gleich wieder, wenn ich einen gefunden habe und dann, ja. Ne? Und logischerweise, es funktioniert in jedem Orbit, also es geht im Kerbin-Orbit, ne? Also hier, im Kerbin-Orbit hier, also ich zeige es mal kurz. Das geht im Kerbin-Orbit, also hier zum Beispiel, das geht im, warum ist denn hier, im Minmus-Orbit, im Mond-Orbit, das geht überall. Das geht auch im Orbit von, was weiß ich, Eve, im Orbit von anderen Objects vielleicht nicht, weil da kann man, glaube ich, keinen Orbit drum establishen, as far as I know, aber auch im Duna-Orbit geht das, das geht überall und das, was ich jetzt hier gleich machen werde. Logischerweise funktioniert auch mit eigenen Flügen, eigenen Raketen. Also, wenn ihr selber eine gestrandete Rakete irgendwo im Orbit habt, könnt ihr die auf dieselbe Weise retten. Zum Thema, wie man, I guess, gelandete Raketen rettet, die keinen Treibstoff mehr haben. In der Regel hat man aber meistens noch genug Treibstoff, dass man vielleicht noch irgendwie in den Orbit kommt. Das wird sich dann vielleicht trotzdem noch anbieten. Da guckt ihr euch vielleicht einfach meine letzte kleine Mini-Guide-Serie an. Also, die letzten paar Videos vor diesem Video hier. Da ging es um eine Oberflächenstation auf dem Mond und, I guess, genauso wie ich die Oberflächenstation baue, so könnte man theoretisch natürlich auch Kerbals vom Mond retten. Anyways, wie gesagt, ich gucke es hier mal kurz nach dem Contract und dann hören wir es gleich wieder. So. Prima, das hat auch gar nicht lange gedauert. Ich musste gar nicht time warpen. Ich habe den Contract hier direkt die ganze Zeit vor Augen gehabt. Ich habe nur gerade auf Anhieb mich gesehen. Rescue Gregdin from Orbit of the Moon. Wie gesagt, egal von wo wir den rescuen müssen, ob es jetzt der Mond ist, Kerbin oder was weiß ich, Duna. Grundsätzlich ist es eigentlich immer dasselbe. Ihr fliegt, also im Falle von Kerbin Orbit natürlich müsst ihr einfach nur, ne, starten und dann seid ihr direkt im Kerbin Orbit. Im Falle vom Mond müsst ihr aber erst zum Mond rüberfliegen, logischerweise. Wie das geht. Also, falls ihr zum Beispiel jemanden im Duna Orbit retten müsst und nicht im Mond Orbit oder vielleicht müsst ihr auch jemanden im Mond Orbit retten oder whatever. Falls ihr nicht genau wisst, wie das geht, dann guckt euch am besten vielleicht auch dazu nochmal ein spezifisches Guide-Video an. Auch dazu habe ich natürlich Videos auf meinem Channel. Gar kein Problem, einfach in meine KSP-Playlist gucken. I guess, die könnte ich vielleicht auch an dieser Stelle mal verlinken, wenn ich denn dran denke. Und dann läuft das Ganze. So, mal sehen. Das ist unsere Research Station hier im Aldi. Wir haben auch eine, ne, hier, das ist unsere Planetary Base. Da haben wir unsere andere Research Station. Wunderbar. Und das hier wird dann, genau, Gregdins Shipwreck. Das ist der Gregdin, den müssen wir retten. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Was ist denn das hier für ein Knopf? Okay. Warum immer hier so ein Solarschüssel unten ist, so eine Solarschüssel, schon so eine Satellitenschüssel unten ist, was auch immer dieses Icon da mir sagen soll. Ich kann es auf jeden Fall nicht anklicken. Wie auch immer. Wir werden uns jetzt darum kümmern, dass wir das Schiffswrack vom lieben Greg den gleich retten werden, beziehungsweise den lieben Greg den retten werden. Und dafür werden wir jetzt hier mal eben kurz eine Rakete bauen. Und ich würde fast sagen, mache ich das komplett on camera oder nicht? Mache ich das komplett on camera oder nicht? Das ist jetzt hier die Frage und die Antwort lautet, ich weiß es noch nicht so genau. Aber wir sollten, also Pro-Tipp, nehmt am besten irgendwas, wo zwei Leute reinpassen. Das ist zum Beispiel MK2 Ländercan Crew Capacity 2. Das bietet sich zum Beispiel an. Oder ich glaube, es gibt noch eine andere Ländercan, die zwei Leute reinpassen. Welche war das nochmal? Die hier? Da passt einer rein, da passt einer rein. Ihr könnt natürlich auch sowas hier bauen, ne? Also hier. Moment, ich muss das mir unten runter. Hier das Ding hier und dann irgendwie hier so ein Inline-Cockpit hinterher oder so ein. Es gibt hier unter Cargo, ist das, glaube ich. Ne, runter ist das. Und unter Structure oder Payload oder so. Da gibt es irgendwo so ein Passenger-Ding. Ja, hier, da ist es unter Utility. MK1 Crew Cabin, das ist halt einfach nur für Passenger, mehr oder weniger. Damit ihr mehr Passenger mitnehmen könnt. Aber anyways, wir werden, glaube ich, einfach mal hier die MK2 Ländercan nehmen und dann werden wir jetzt einfach eine absolute Basic-Rakete bauen. Das muss auch keine fancy-schmancy-Rakete sein. Das wird einfach eine ganz simple Basic-Rakete. Einfach die Kappler drunter. Ich würde sagen, ich baue das einfach mal kurz on-camera, das geht eh relativ fix. Oder ich weiß nicht. Baue ich es on-camera, baue ich es nicht on-camera. Ich bin gerade überlegen. Radial Mount und das ist der Drogue-Tube, genau, den hier brauchen wir. Nehmen wir mal irgendwie vier Stück davon, I guess, why not. Might as well, vier davon.
Ein XL Parachute on top, weil warum nicht? Einfach nur, damit wir das Ding auf jeden Fall recovern können. Wichtig ist natürlich auch darauf zu achten, dass hier, ne, dass man hier noch einsteigen kann, logischerweise. Weil ihr werdet den lieben Körper, den wir da gleich retten werden, den werden wir natürlich da einsteigen lassen müssen. So, jetzt versperren wir uns hier nicht die Sicht irgendwo. Mit den Parachutes, wunderbar. Der muss hier irgendwo einsteigen können. Theoretisch könnte auch da oben einsteigen, was haben wir jetzt natürlich verdeckt. Natürlich nicht vergessen, ein bisschen Strom reinzupacken. Strom mitzunehmen. Ist ja klar, packen wir einfach oben drauf, keine Ahnung, whatever. Ist jetzt nicht so dermaßen wichtig und dramatisch, wo wir das genau hinpacken, würde ich sagen. Wir werden auch nicht jetzt die ultra krassen Solarpaneele brauchen. Ich glaube, wir können hier ein bisschen was an Geld sparen. Wir werden jetzt hier ein bisschen den Cheapskate-Flug zusammenbauen, I guess. Warum nicht? Sparen jetzt einfach mal ein bisschen Geld. Woran habe ich diese geklatscht? An die Decoupler. Wobei eigentlich ist es egal, ob die am Decoupler sind oder nicht. Weil der Decoupler wird sich ja eh erst verabschieden, wenn wir quasi schon wieder auf dem Rückweg sind nach Körben. So, wunderbar. Und dann, keine Ahnung, wo packen wir noch welche hin? Vielleicht hier oben drüber noch. Ja, sure. So, das soll dann Solarpaneel normalerweise reichen. Für so ein bisschen Basic Stromversorgung. Wir wollen jetzt hier auch nichts Wildes hier machen, nichts Großes. Wunderbar. Und jetzt einfach, jetzt brauchen wir einfach eine relativ simple Stage. Wir brauchen einfach eine Stage mit Treibstoff und eine Engine. Wir müssen ja nicht landen, ne? Ist ja logisch. Deswegen, wie groß ist die Modulgröße hier vorne? Ich glaube, das ist zu klein, genau. Wir brauchen einmal hier ein großes Triebwerk. Nehmen wir mal so einen hier. Was ist das, ein 16er Tank? Nehmen wir vielleicht einen 32er Tank sogar. Aber ich glaube, 32er Tank ist sogar Overkill. Aber wir nehmen mal einen 16er Tank. Dann klatschen wir darunter bitte einmal eine Pudel-Engine. Die ist von der Größe ganz gut und hat ganz gute Delta-V-Werte in der Regel. Wir können bei Kerbin bleiben. Ihr geht bitte also hier unten, hier ist dieses Delta-V-Menü. Einfach auf Vakuum gehen, dann seht ihr quasi, wie viel Delta-V ihr da im Mondorbit habt. Und ihr seht, das Ding hier hat 3000 Meter in Sekunde Delta-V. Das reicht dicker aus. Das ist also quasi schon alles, was wir brauchen, um den gleich zu retten, den Körbel. Mehr brauchen wir da gar nicht. Wunderbar. Theoretisch gesehen könnte man natürlich noch RCS mitnehmen, aber RCS werden wir, glaube ich, nicht wirklich brauchen. Was ich actually mitnehmen werde, ist, weil wir hier jetzt noch ein Inventory haben. Just in case, das würde ich euch vorschlagen, wo wir jetzt ja die ganzen neuen Parts für die Körbels haben, würde ich euch dazu raten, vielleicht ein paar EVA-Fuel-Zylinder mitzunehmen. Aus dem sehr, sehr einfachen Grund, dass ihr, ich würde sagen, Moment, erstmal kurz, müssen wir einen, auch das bitte nicht vergessen, nur einen Körbel mitnehmen. Wenn ihr zwei mitnehmt, habt ihr keinen Platz mehr hier drin, logischerweise. Dann wird das nichts geben mit der Rettungsmission. So, ich würde sagen, wir geben der lieben Valentina mal einen EVA Fuel Canister, Zylinder, wie auch immer, ins Inventar. Dann kann die den theoretisch gesehen zur Not rüberfliegen und übergeben, falls der andere keinen EVA Propellant hat, weil ich glaube, es ist random, wie viel EVA Jetpack Fuel die Körbels haben, die man da retten muss. So, wunderbar. Das werde ich mal mitnehmen und ansonsten brauchen wir eigentlich nichts Großartiges. Wie gesagt, RCS Fuel könnte ich jetzt noch einpacken und RCS Thruster, aber wirklich brauchen tue ich sie nicht, glaube ich. Wir müssen ja nicht docken, ne? Mind you. Wir müssen nicht docken, wir müssen das Ding nur approachen und dann passt das. I guess, komm, ich packe noch ein bisschen RCS dran. Kann eigentlich nicht schaden, ist auch nicht so teuer. Eigentlich wollte ich den Ultra-Cheapskate-Flug machen, aber muss natürlich nicht sein. Können natürlich durchaus ein paar RCS-Thruster, ein bisschen RCS-Fuel hier dran klatschen. Ist jetzt auch nicht weiter dramatisch. Wo ist denn das hier? Da Command and Control, nehmen wir den hier. Das ist der kleine, ich glaube, wir nehmen den großen lieber. Ja, wir nehmen hier die großen RCS-Thruster-Blöcke. So, einen dahin und I guess einen hierhin, maybe. Wunderbar, jetzt haben wir ein bisschen was an RCS-Power hier auch. An dem Schiff, ich werde es wahrscheinlich nicht nutzen, aber theoretisch gesehen hätten wir dann die Option. Aber wirklich brauchen tut man es wahrscheinlich nicht. Das wird eher ein relativer Basic-Flug. Wie gesagt, aus dem Orbit eine Rettungsmission. Das ist gar nicht mal so schwer eigentlich, aber falls ihr nicht wisst, wie das geht und ihr deswegen jetzt draufgeklickt habt, um es zu lernen, dann keine Sorge. Ihr werdet gleich sehen, das ist alles halb so wild und das ist quasi eigentlich dasselbe wie Docken, minus das eigentliche Andocken, I guess. So, und ich glaube, viel mehr als jetzt noch so eine Twinbow-Engine hier unten dran, brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. 3400 Meter Sekunde Delta V, reicht das? Das reicht eventuell ganz knapp nicht aus. Außerdem weiß ich nicht, wie viel TWR wir dann auf Sea-Level haben. Schauen wir mal kurz. 2,0, das ist auch genug TWR. Ja, for good measure, weil die Rakete kostet auch aktuell noch nicht so mega viel, würde ich sagen, for good measure. Ich bin immer lieber gerne etwas übervorsichtig und packe for good measure einfach noch ein bisschen extra Thrust in meine Raketen rein. 3400 sollte eigentlich fast schon ausreichen, um bis ins All zu kommen. Und selbst wenn nicht, wir haben noch jede Menge Delta V dann in der nächsten Stage. Ne? Also 3000. Hier stehen jetzt 700, aber das ist halt, weil wir auf Sea-Level Delta V gerade sind. Deswegen, ich würde sagen, wir packen noch hier ein. Was nehmen wir hier für einen Booster? For Robred brauchen wir nicht. Kickback vielleicht. Ja, so ein Vierer Kickback. So ein Vierer Strauß an Kickback-Boostern klatschen wir noch dran. Wunderbar. Los Cons brauchen wir eigentlich auch nicht wirklich dran an den Kickback-Boostern. Das passt mal. Das langt meistens auch so schon. Ich würde sagen, wir zünden das alles gleichzeitig. Verabschieden uns dann erst von den Kickback-Boostern. Und haben dann hier, wie viel haben wir hier? 2400, 3000, wir haben ungefähr 4000, warte mal, wie viel ist das? Ich und Mathe.
Ja, ungefähr 4000 Meter Sekunde Delta V dürfte das jetzt hier sein. Was ganz ordentlich ist. Ich kann überlegen, ob ich noch mehr for good measure komme, wie gesagt. Also 4000 sollte eigentlich reichen, aber ich glaube, man braucht ungefähr 3800, 3800 Meter Sekunde Delta V, um wirklich in den Kerbin Orbit reinzukommen. Das heißt, wenn wir jetzt hier noch ein ganz, ganz bisschen mehr adden, haben wir noch ein bisschen Spielraum auch, weil wir müssen ja noch in den Mondorbit rüber und dann wieder zurück und so weiter und so fort. Deswegen, so haben wir auf jeden Fall definitiv genug Spielraum. Und das wird jetzt hier unser Basic Moon Orbit Rescue Vehicle, würde ich sagen. Mark One. Warum auch nicht? Und damit werden wir jetzt unseren Körbler rescuen. Und das wird auch alles ganz easy und ganz locker. Flockig wird das gleich hinhauen, hoffe ich das zumindest mal. Auch eine Sache, die ganz easy ist, ist es, mir ein Abo dazulassen übrigens, falls ihr das noch nicht getan habt. Also sollte euch mein Content gefallen, dann lasst mir doch lieben gerne ein Abo da. Das würde mich sehr unterstützen und das sehr freuen. Deswegen lasst mir doch lieben gerne ein Abo da. Und falls ihr das tun solltet, mit dem Abo, würde es sich uns auch anbieten, direkt noch auf die Glocke zu klicken, denn nur dann bekommt ihr wirklich alle Upload-Benachrichtigungen. Ansonsten bekommt ihr nur so sporadisch und logischerweise sind Upload-Benachrichtigungen der Sinn hinter einem Abo auf YouTube. Deswegen am besten nach dem Abonnieren auch noch auf die Glocke klicken. Und dann passt das. So, jetzt gucken wir nochmal kurz alles nach. Haben wir Crew? Wir haben Crew, also wir haben eine Crew, ne, wie geplant. Nur ein Crew-Member, wir haben einen freien Sitz, darauf natürlich achten. Eventuell EVA-Fuel-Kanister mitnehmen. Es sei denn, es ist vielleicht auch ein eigener Flug von euch, dann vielleicht nicht. Wie gesagt, wenn es ein eigener Flug ist, dann wisst ihr ja wahrscheinlich, wie viel EVA-Fuel die haben. Die Kerbels oder der, die das Kerbel, keine Ahnung, wie viele es sind. Aber in diesem Fall rescuen wir jetzt nur einen. Ihr könnt logischerweise auch immer nur jeweils einen einzelnen rescuen und dann halt immer wieder, ne, aufs Neue losfliegen. Aber theoretisch gesehen könnt ihr diese Raketen natürlich auch einfach upscalen und könnt ihr noch jede Menge von diesen Inline-Cockpits, die ich euch ja gerade gezeigt habe, einbauen zum Beispiel. Und dann passt es. Dann könnt ihr da auch jede Menge Kerbels gleichzeitig mit rescuen. Ich gehe direkt mal ein bisschen vom Throttle herunter, denn ich glaube, so viel Throttle brauchen wir gar nicht. Und soweit ich das recht in Erinnerung habe, ist es meistens am effizientesten, wenn man am Anfang ersten paar tausend Meter erstmal ein bisschen runterfrotteln oder nach ein paar tausend Metern anfängt runterzufrotteln. Wie auch immer. Am Anfang des Fluges meistens muss man nicht ganz aufdrehen mit den Liquid Fuel Engines. Das ist, glaube ich, relativ inefficient tatsächlich, aus irgendeinem Grund. Ich weiß gar nicht mehr, warum, da gab es irgendeinen Grund für. Deswegen mache ich das einfach mal, außer mal wie eh. Das langt eh. Ja, die Rakete, wäre es no rush. Wir schaffen es locker bis zum Mond, der uns da hinten ist. Den sehen wir doch schon. Das passt schon alles. Das kriegen wir definitiv alles hin. So. Die Solid Fuel Engines sind schon halb leer. Unsere Booster Engines. 10.000 Meter hoch sind wir auch schon. Unser Upper Ups ist auch schon relativ auf einer relativ soliden Höhe. In der Regel Gravity turne ich nicht vor 20.000 Metern, weil ich da schlechte Erfahrungen mitgemacht habe in so einem Spiel. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich weiß nicht, ob es immer noch so drin ist oder ob es rausgepatcht wurde, ist mittlerweile irgendwann schon. Aber es gab sehr, sehr lange Zeit so eine sogenannte Suposphere, so wo die, ich weiß, ein hochprofessioneller Name der Community dafür, eine Suppensphäre also quasi. Uiuiui, da habe ich auch Glück gehabt, dass mir jetzt hier nicht Rakete um die Ohren geflogen ist, nachdem die Booster da gerade in die untere Stage reingecrashed sind. Ja, eine Suppensphäre gab es da quasi. Eieiei, unsere Upper-Ups ist schon ganz schön hoch. Eine Suppensphäre gab es da quasi. Ah, ja, ich wollte gerade noch ein bisschen burnen, damit wir uns jetzt hier in die richtige Richtung wieder zurückdrehen können, aber ich glaube, das gibt nichts. Ich würde sagen, wir drehen uns einfach mal Prograde. Wunderbar, jetzt sind wir am Anfang angekommen, glaube ich. Ja, es ist kein idealer Launch, aber wie gesagt, ist auch nicht weiter wichtig oder schlimm. Ich habe mehr als genug Fuel. Und wenn ihr Rescue-Missionen starten wollt, seid ihr wahrscheinlich eh schon an dem Punkt, wo ihr ungefähr wisst, wie man eine Rakete launcht. Also das ist ähnlich, was ihr hier unbedingt lernen müsst. Das muss kein idealer Launch sein. Ich habe eh mehr als genug Delta V eingepackt. Deswegen habe ich mir extra zu viel eingepackt. Ich packe mir immer extra wegen sowas lieber ein bisschen zu viel als ein bisschen zu wenig ein. Bisschen zu wenig sowieso in der Regel eher suboptimal. Bisschen zu viel kann in der Regel aber meistens nicht schaden. Ich habe lieber ein kleines Delta V-Polster sozusagen. Wieso kann ich gerade nicht throttlen? Achso, ich kann throttlen, aber es kommt einfach kein Sound, weil ich nicht genug throttle für Sound, okay, I see. Ja, okay, wir müssen noch nicht throttlen, wir können einfach noch ein gutes Stückchen rüberfliegen bis zur Upper-Upsis, glaube ich, und dann passt es gleich. So, ab hier, würde ich sagen, kann man ganz leicht hochthrotteln, damit wir uns jetzt anfangen rüber zu drehen zum Prograde-Marker. Und jetzt können wir hier voller Power burnen und können den Orbit jetzt in alle rot zirkularisieren. Ich würde mal sagen, ich Time-Warp mal ein bisschen, Physics-Time-Warp und so. Wunderbar. Time-Warp ist ein bisschen Actual. Time Warp, also nicht nur Physics Time Warp, sondern Actual Time Warp. Time Warp wieder rüber zur Upper Apsis, wunderbar. Und damit haben wir jetzt hier gleich unseren Orbit. Ich glaube, wir werden uns von dieser Stage leider verabschieden müssen. Noch bevor wir in Richtung Mond starten, weil ich glaube, die wird uns leider leer geburnt werden hier beim Orbit zirkularisieren. Wobei, oder Orbit Establishing vielmehr. Zirkularisiert ist es ja nicht unbedingt. Na, ein bisschen Sprit haben wir sogar noch, wunderbar. Den Sprit können wir natürlich super noch nutzen auf dem Weg zum Mond. Und I guess. Jetzt hier kurz der Miniguide zum Thema, wie fliege ich rüber zum Mond. Aber auch das ist nicht weiter wild, wie gesagt. Logischerweise werde ich jetzt nicht erklären, wie man zu Duna rüberfliegt oder so, weil, ne, das ist jetzt nicht Ziel meiner Mission. Vielleicht ist aber auch bei euch, wie gesagt, das zu rescuende Craft einfach eh im Kerbin Orbit. Dann habt ihr jetzt quasi schon den Ziel erreicht und könnt quasi vorausskippen,
bis zu der Stelle, wo ich dann im Mond gleich zum Rescue-Part übergehe. Actually, da will ich die Note nicht haben. In der Regel müssen wir im Mond einfach gucken, dass ihr ungefähr so, ich weiß nicht, so ungefähr 90 Grad ist es meistens. Ich habe ja so 45 bis 90 Grad, irgendwie sowas, vor dem Mond. Müsst ihr euren Orbit quasi hochballern. Also quasi ungefähr hierhin. Oder auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, ob das gerade vor dem Mond ist. Also, wenn ihr hier keinen Encounter kriegen solltet, dann seid ihr wahrscheinlich hinter dem Mond, dann müsst ihr einfach nur das auf der anderen Seite machen. aber ich bin jetzt hier vor dem Mond, deswegen passt soweit. So, und dann hätten wir bitte einmal gerne eine relativ low Periapsis, zum Beispiel so ungefähr. Actually, wir können schon mal gucken. Wir haben eh noch 15 Minuten Zeit bis zur Manövernote, deswegen können wir in aller Ruhe einmal kurz zum Mond rüber switchen und gucken, wie hoch actually die Periapsis von unserem Craft, das wir retten müssen, ist. 107.000 Meter Altitude, das heißt, aber die Periapsis passt eigentlich eh, glaube ich. Ich glaube, die Periapsis kann man durchaus so ansteuern eigentlich. Aber ich würde sagen, dann steuern wir trotzdem etwas höhere Periapsis an, denn ja, das sieht perfekt aus, also von der Höhe her zumindest. Logischerweise müssen wir dann gleich noch ein paar Korrekturmanöver vornehmen, aber von der Höhe her sieht das soweit ganz gut aus. Ich würde sagen, das ist auch eine gute Stelle zum Quicksaven. Es sei denn, ihr seid solche Hardcore-Puristen, die halt auf keinen Fall Quicksaven wollen und auf keinen Fall Saves laden und mit ihren Fehlern unbedingt, also mit jedem einzelnen Fehler unbedingt leben wollen, kann ich euch dazu nur raten, immer auf Quicksaven und auch immer nur an safen Stellen Quicksaven im Spiel. Auch das ist sehr wichtig. Denn wenn ihr an einer unsafen Stelle Quicksaved, dann ist der Quicksave vielleicht unrecoverbar und dann könnt ihr den Flug halt trotzdem nicht recovern, obwohl ihr oft Quicksaved habt. Deswegen, auch das ist in diesem Spiel relativ wichtig. Und dann würde ich sagen, ist es jetzt gleich an der Zeit, den Burn zu starten, den wir jetzt hier rübergetimed sind. Aber wie gesagt, alles halb so wild, ne? Einfach in Orbit kommen, Orbit establishen und dann in meinem Fall zum Mond rüberburnen, vielleicht für euch zu Minmus oder zu wohin auch immer rüberfliegen. Sollte alles eigentlich irgendwo machbar sein. Und ja, die meisten Leute, I guess, strugglen bei sowas dann mit dem Rendezvous-Part, beziehungsweise mit dem, ja, I guess schon Rendezvous-Part, das ist eigentlich schon das richtige Wort dafür, mit dem Undock-Part, beziehungsweise Anflug-Part. Das Docken ist ja jetzt hierbei gar nicht Teil der Sache, ne? Also docken müsst ihr ja gar nicht, zum Rescuen von Kerbal zumindest. Wenn ihr noch Science-Daten rescuen wollt, logischerweise, also wenn ihr irgendwie ein eigenes Craft habt und ihr wollt irgendwie Science-Daten rescuen, dann kann ich euch leider nur sagen, die einzige Möglichkeit, die zu rescuen, ist, actually, die könnt ihr, glaube ich, auch mit den Kerbals, die Experimentdaten könnt ihr mit den Kerbals, glaube ich, sogar aus den Experimenten retrieven. Deswegen, auch das ist theoretisch sogar möglich. Aber falls ihr halt eure Rakete selber, ja, es passt ungefähr, es muss jetzt nicht perfekt sein. Wunderbar, 144.000, ist ein bisschen höher als eigentlich geplant, aber kann ich mitleben. Ja, wenn ihr eure eigentliche Rakete retten wollt, müsst ihr natürlich einen Docking-Port in der Rakete haben, ist ja klar. Oder ihr könnt ihn auch dran löten mit dem neuen EVA Construction Mode. Deswegen, ihr könnt theoretisch auch einen Docking-Port quasi, einen zweiten Docking-Port mit hochfliegen, I guess. Und dann mit dem Engineer-Kerbal den dran löten an die Rakete. Auch das ging natürlich. Und dann müsst ihr die theoretisch gesehen, also das ging theoretisch gesehen natürlich auch. Oh, das wäre eine Idee gewesen, habe ich gar nicht dran gedacht, dass ich das machen könnte. So hätte ich den Kerbal natürlich auch retten können. Jetzt hier aus seiner misslichen Lage. Ich hätte sein Schiffswrack einfach umlöten können mit dem Docking-Port und dann abschleppen können. Aber ich mache jetzt hier die billige Variante. Die leichtere Variante, I guess. Ist aber vielleicht auch für so einen kleinen Mini-Guide zu dem Thema angemessen, hier die leichte Variante dazu zu machen. Auch das geht natürlich, aber dann, ne, entweder müsst ihr schon Dockingport dran haben oder ihr schweißt euch einen dran und dann müsst ihr es quasi abschleppen, das Raumschiff, indem ihr da mit einem anderen Raumschiff mit genug Treibstoff einfach dran dockt und einer anderen Rakete und dann könnt ihr das Ding nach Hause, im Schlepptau nach Hause karren, sozusagen. Natürlich geht auch das. So. Soweit, so gut. Das müssen wir erstmal in Orbit establishen, logischerweise. Auch alles nichts Wildes, einfach ein bisschen Retrograde burn. Da müsst ihr gar nicht viel Retrograde burnen, Hauptsache ihr burnt überhaupt erstmal ein bisschen Retrograde. Und dann habt ihr erstmal einen Orbit und dann könnt ihr erstmal in aller Ruhe. Also ich empfehle euch erstmal in aller Ruhe, ne, den Orbit establishen und dann, wie gesagt, will ich in aller Ruhe gucken, was ihr dann als nächstes vorhabt. Ihr müsst euch jetzt nicht direkt hier schon abhetzen, dass ihr direkt den perfekten Orbit established und direkt hier das Ding direkt nach Hause bringt, sozusagen. Sondern einfach in aller Ruhe erstmal einen Orbit establishen. Immer alles mit der Ruhe in so einem Spiel. Ihr habt genug Zeit für alles in der Regel. Außer beim Landen, da kann schon mal ein bisschen das Timing wichtig sein. So, wenn ihr zu spät anfangt zu burnen, dann habt ihr eventuell nicht mehr genug Zeit. Logischerweise, aber hier habt ihr alle Zeit der Welt. Erstmal in aller Ruhe hingehen, dann hier den Burn Time. Start Burn Now. Burn Time von 2 Sekunden. Da haben wir schon mal den Orbit. Ich würde sagen, ich burn schon mal direkt weiter runter, denn wir brauchen auf jeden Fall einen relativ lowen Orbit, glaube ich. Ich glaube, soweit kann ich schon mal runterburnen. Weil noch, ja, ich kann noch ein gutes bisschen weiter runterburnen, glaube ich sogar. Wunderbar. So, dann haben wir schon mal einen groben Orbit. Und jetzt geht's hier an die heiße Docking-Phase, sag ich mal. Auch hier kann ich nochmal quicksaven. Ich habe noch keinen großartigen unrecoverbaren Fehler gemacht. Von hier aus kann ich locker noch nach Hause zurückfliegen, sollte das hier nicht passen. Alles gar kein Ding. Ihr geht's einfach einmal hin und klickt auf euer Zielschiff. Euer Zielschiff und geht einmal bitte auf Set Target. Wunderbar.
Danach seht ihr jetzt hier Ascending Node 157 Grad und merkt, dass das Schiff anscheinend sich in eine Richtung dreht. Kann das sein? Uff, okay, wir müssen unseren Orbit einmal umdrehen. Das ist actually ein Problem. Das kostet nämlich einiges in Delta V. Wir müssen, glaube ich, unseren Orbit einmal komplett umdrehen. Kann das sein? Ja, wir müssen, glaube ich, einmal unseren kompletten Orbit drehen. I believe so. Das kostet richtig, richtig viel Delta V. That's a thing, no? Uiuiui, okay. Eventuell habe ich hier gerade einen kleinen Fehler gemacht. Wait, what? Momentchen mal. Ich mache mal kurz einen kleinen Cut und guck mal, was ich jetzt hier gerade wieder für lustige Dinge getrieben habe. Eventuell war das gerade ein unsafer Quicksave. Vielleicht hätte ich erstmal gucken sollen, in welche Richtung sich das Schiff dreht. Das scheint sich nämlich in die andere Richtung, um den Mond zu drehen. Es sei denn, ich bin gerade irgendwie doof. Aber ich glaube, wir drehen uns gerade in die falsche Richtung. Oder? Moment mal. Also ich drehe mich, glaube ich, in diese Richtung. Moment mal. Ja, wir drehen uns in die falsche Richtung. That's a problem, actually. That is indeed a problem. Können wir das irgendwie drehen? Kriegen wir das irgendwie hin? Uns hier zu drehen? I mean, I hope so. Können wir uns hier irgendwie drehen? Ich versuche irgendwie unseren Orbit zu drehen. That appears to be working. Okay, das sieht gut aus. Das kostet auch nur 800 Meter Sekunde Delta V. Das ist schon ein ziemlich großer Fehler, den ich hier gemacht habe. Wie ihr seht, also aus Versehen, weil ich einfach nicht darauf geachtet habe, in welche Richtung sich das andere Schiff dreht. Aber wie ihr seht, ne, wenn ihr genug Delta V dabei habt, weil ich habe noch 2000 Meter Sekunde Delta V, damit sollten wir trotzdem locker easy noch zurückfliegen können. Obwohl ich jetzt so einen gravierenden Fehler gemacht habe. Deswegen nehme ich halt gerne zu viel Delta V mit. Darauf solltet ihr dann wahrscheinlich achten. Darauf habe ich jetzt einfach mal 0 geachtet. Aber wie ihr seht, auch so ein Fehler ist noch recoverbar. Und ich glaube, ich werde die Manöver jetzt einfach mal off-camera erstellen. Ja, mache ich jetzt einfach mal off-camera und dann hören wir uns gleich wieder. Wenn ich die entsprechend erstellt habe, also ich werde jetzt einfach an den Regeln rumspielen, bis ich hier die Note habe, die ich haben möchte. Und dann würde ich sagen, hören wir uns gleich wieder. So, ja, ich habe jetzt hier ein bisschen rumexperimentiert, wie ihr seht. Das ist die Manöver Note, die ich jetzt hier raus habe. Die neue Ascending Note wäre quasi 24 Grad, aber wie ihr seht, ist es kein ganzer Orbit mehr. Ich glaube aber fast, der Plan wird folgendes sein. Der Plan wird eiskalt einfach sein, hinzugehen, eventuell einfach, ich glaube, ich könnte mich jetzt irren, aber ich glaube, wir müssen einfach nur komplett Retrograde burnen, bis unser Orbit Speed quasi auf Null ist. Und dann burnen wir einfach weiter in die Richtung und drehen damit quasi unseren Orbit um. I think that's the plan anyways. I could be wrong, aber ich glaube, das ist der Plan. Probably. Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal. Ich habe just in case Folge quicksaved, also falls es nicht klappen sollte, dann werde ich es einfach rausschneiden, I guess. Aber ich könnte mich natürlich irren, aber ich glaube, um den Orbit umzudrehen, müssen wir einfach nur, ja, volles Karacho Retrograde burnen. Wenn mich gar nicht alles irrt. Ich habe hier gerade total lange rumgekaspert mit der Manöver-Note, aber ich glaube, wir müssen einfach nur volles Retrograde burnen, bis unser Orbit-Speed quasi auf Null ist. Und dann drehen wir uns einfach. Mich würde interessieren, in welche Richtung das Target hier actually. Kann ich aufs Target switchen? Ich kann es, glaube ich, nur viewen in der Tracking Station. Mich würde interessieren, was hier der Winkel von dem Target-Orbit ist. Wir sind hier auf 270 aktuell. Aber wir brauchen natürlich einen anderen Winkel. Wir brauchen irgendwie hier diesen schrägen Winkel. Aber ich habe keine Ahnung. Weil ich könnte theoretisch gesehen mich dann halt direkt neu orientieren, dass ich direkt in die richtige Richtung fliege quasi. Quasi direkt den richtigen Winkel ab, glaube ich. Das dürfte normalerweise gehen. Aber ich habe keinen Plan, welche Richtung ich da fliegen muss. Ich würde sagen, wir drehen den Orbit einfach einmal komplett, wie gesagt. Das ist jetzt hier der Plan soweit. Wir gucken jetzt mal, ob das funktioniert. Eventuell funktioniert es natürlich nicht. Eventuell auch doch, ich weiß es nicht. So, ich kann jetzt einfach schon mal anfangen zu burnen. Da steht zwar noch 2 Sekunden bis zum nächsten Burn. Aber das passt soweit, glaube ich. Und ich glaube sogar, ich gehe jetzt einfach auf Stability Assist. Und wir sehen, unser Orbit verschwindet jetzt einfach. Und nicht nur das, unser Orbit verschwindet jetzt nicht nur, unser Orbit dreht sich jetzt gleich einfach. Und 0 Meter Sekunde gleich und zack, und schon dreht sich unser Orbit. Und schon fliegen wir jetzt in die andere Richtung, wie ihr seht. Das funktioniert ganz wunderbar. Ich kann den Manöver jetzt auch löschen. Wir müssen jetzt einfach weiter Prograde burnen, bis wir gleich wieder einen Orbit haben, logischerweise. Das ist jetzt hier natürlich der Plan. Wir können actually ein bisschen Time Warpen zur Upper Apsis, die jetzt hier... Nevermind, die Upper Apsis ist hinter uns. Okay, that's strange. Ich dachte, die wäre vor uns irgendwie. Wir können nicht zur Upper Apsis Time Warpen. Wir haben jetzt einiges an Treibstoff verbrannt hier natürlich. Verburnt. Für nichts und wieder nichts quasi. Aber wie ihr seht, wir haben jetzt hier auch Intersects. Wir haben jetzt theoretisch gesehen auch Intersects und unsere Nodes sind auf minus 24 Grad. Das heißt, das ist jetzt hier auf jeden Fall machbar alles. So, müssen wir schauen, dass wir den Orbit jetzt hier entsprechend gedreht kriegen. Auch das kostet leider noch ein bisschen was in Delta V. Aber zur Not haben wir unser RCS-Fuel noch. Wenn wir also keinen normalen Treibstoff mehr haben, können wir einfach mit RCS-Fuel noch ein bisschen noch ein bisschen burnen. Also ich habe quasi noch ein bisschen mehr als 1400 Meter Sekunden Delta V. Sozusagen. Also was wir jetzt einfach machen müssen ist,
wie ihr gesehen habt, ich habe jetzt meinen Orbit komplett umgedreht. Das ist wahrscheinlich das gravierendste Manöver, das man jemals machen muss. Beim Rendezvous. Wenn man halt falsch rum im falschen Orbit ist, dann kann man halt einfach sein Orbit umdrehen oder muss man halt einfach sein Orbit umdrehen, wie ihr seht. Sowas Gravierendes werdet ihr wahrscheinlich nicht machen müssen. So, und danach ist es einfach nur noch eine reine Formsache mehr. Formsache, Anführungszeichen. Sage ich jetzt mal so. Ihr müsst einfach gucken, dass ihr euren, andere Richtung, dass ihr euren Orbit möglichst gradtechnisch hier auf 0 bringt. Am besten auf wirklich 0. 0,1. Ja, good enough for me. Wunderbar. Und dann den Rest erkläre ich gleich, würde ich sagen. Das kostet um 170 Meter Sekunden Delta V. Wir sind ganz schön low on Delta V mittlerweile. Aber wie gesagt, wir haben noch RCS-Fuel, deswegen keine Sorge, meine lieben Leute. Das wird schon. Das wird schon werden. So, da sind wir jetzt bei unserem Manöver-Node. Da werden wir jetzt gleich unseren Burn einleiten. Und werden dann gleich entsprechend auf dem richtigen Kurs sein. Hoffe ich doch mal sehr. Startburn 30 Sekunden. In 20 Sekunden. In 10 Sekunden. Und Startburn. Ich glaube uns fast, wir werden den Rückflug erst in der nächsten Folge machen können. Denn ich glaube, die Folge ist schon wieder verdammt lang. Aber wir werden schon mal den Körbel noch in dieser Folge retten, auf jeden Fall. Aber der Rückflug wird dann wahrscheinlich erst in der nächsten Folge erfolgen. Wunderbar. 0,5 Meter Sekunde off. Das ist ein Unterschied von quasi gar nichts. Also spielt keine Rolle. Aber man kann theoretisch gesehen, übrigens auch das wichtig, wenn ihr irgendwie ganz feingetunte Manöver fliegen müsst, ihr könnt hier den Thrust Limiter einfach runterdrehen. Also irgendwie auf 50 oder 30 oder sowas. Dann, wenn ihr auf 100% Thrust geht, geht die Engine nur auf 30% von ihrer Maximalleistung quasi. Das ist teilweise ganz praktisch. So, jetzt zeige ich euch erstmal Trick, jetzt zeige ich euch erstmal Trick 17. Wie ihr seht, sind wir jetzt quasi auf demselben Orbit, nur fliegen wir eine große Strecke außenrum. Wir haben jetzt hier Intersect 1, Separation 300 Kilometer. Hier befindet sich das Target an diesem Intersect. Wenn ich jetzt aber folgendes mache, wenn ich jetzt hier hingehe, eine Manöver-Node-Adder und jetzt einfach darauf einmal rechtsklicke, können wir hier einen Orbit in die Zukunft gehen und dadurch sehen wir quasi, wo sich das Target in zukünftigen Orbits befinden würde. Und wie ihr seht, es entfernt sich, glaube ich, immer weiter von uns. Ja, das heißt, wir gehen jetzt mal. Also, ich gucke gerade an diese Stelle hier bei uns. Das scheint sich immer weiter zu entfernen. Wir gehen mal kurz auf den nächsten Orbit quasi. So, da befindet sich das Target da. Dann da. Und dann hier. Da wären wir bei 100. Moment. Bei 65 Kilometern Intersection wären wir da, I guess. Okay. Moment mal, wo befindet sich das denn jetzt gerade? Da sind wir und da ist das Target und ein Orbit in der Zukunft ist es dann da. Das heißt, ich glaube, wir müssen unseren Orbit ein bisschen verkleinern. I believe. Ja. Also ihr müsst euch vorstellen, was wir jetzt machen müssen, ist einfach, wir sind gerade hier und unser Target ist da. So, und dadurch, dass wir jetzt hier außen rumfliegen, sind wir langsamer als das Target, ne? Weil wir haben einen größeren Orbit, wir müssen eine weitere Strecke zurücklegen und das Target ist quasi schneller als wir. Was wir jetzt also machen müssen, ist, wir müssen dafür sorgen, dass uns das Target jetzt in dem Fall einholt oder wir müssen das Target einholen. Das geht natürlich auch, indem wir jetzt einfach unseren Orbit kleiner machen als den Target Orbit. Aber hier bietet sich natürlich an, einfach hinzugehen und dafür zu sorgen, dass das Target uns einholt. Und wie ihr seht, kann ich jetzt einfach hingehen und kann jetzt hier einfach Retrograde burnen. Immer mehr bei der Manöver-Note hier. Und wie ihr seht, das nähert sich immer mehr und immer mehr und immer mehr mit dem Target. So, da ist das Target dann schon da an der Stelle. Und ich glaube, viel besser wird es nicht werden. Ich würde sagen, so können wir das mal burnen. Und dann wird uns das jetzt mit jedem Orbit immer mehr und mehr, sobald wir diesen Burn hier ausgeführt haben, der gerade mal 22 Meter Sekunden Delta V kostet. Wie ihr seht, haben wir dann einen sehr ähnlichen Orbit. Wir sind noch ein ganz kleines bisschen langsamer als das Target. Das heißt, das wird uns nach und nach immer mehr und mehr einholen. Was natürlich, wie gesagt, Sinn der Sache ist. Und dann werden wir wahrscheinlich auch wieder ungefähr an dieser Stelle letztendlich dann versuchen, unser Target. Ach, Moment, wir gehen hier in diese Richtung. Ach, der Burn ist schon jetzt an. Ah, okay, I see. Moment mal, das Target ist vor uns. Ah, ich hab's als. Ich bin gewohnt, dass sich die Orbits in die andere Richtung drehen. Ich habe das gerade alles etwas falsch eingeschätzt, aber es macht nichts. Das funktioniert normalerweise trotzdem. Das funktioniert normalerweise trotzdem, meine lieben Leute. Ist gar kein Ding. Das spielt eigentlich keine Rolle, solange sich die Schiffe halt nähern. Und in der Regel will man halt auch nicht so einen gravierenden Orbitunterschied haben, deswegen das Manöver, die Manöver-Note werden wir trotzdem abfliegen. Das macht nichts. Das geht auch so. Das geht auch so rum. Burn-Time von 0,8 Sekunden, das ist ein ganz kleiner Burn. Wie ihr seht, ganz winzig kleiner Burn, ich muss kaum Gas geben. Und da ist das Ding. So, 0,0, perfekt abgeflogen, aus Versehen, actually sogar. Ich wollte eigentlich früher schon den Burn abbrechen, aber perfekt abgeflogen, wunderbar. So, wie ihr seht, der nächste Intersect ist hier, Separation 464,5 Kilometer. Ich würde sagen, wir time-warpen mal kurz hier hin dann einfach wieder. Achso, Moment, das ist direkt vor uns, Moment, wir time-warpen, I guess, Moment. Wir sind manuell time-warpen, so, und dann time-warpen wir einfach hier hin. Und dann schauen wir mal, wie es denn jetzt gleich aussieht. Und wie ihr jetzt gleich sehen werdet, das Ding wird sich, glaube ich, immer weiter nach da bewegen. Plopp, ja, da ist das Ding jetzt.
Da ist die Target Position jetzt. Und wir müssen es einfach ein paar Mal machen. Ich könnte, wie gesagt, die Manöver Notes nutzen. Aber zu Demonstrationszwecken mache ich das mal nicht. Sondern wir gehen jetzt einfach hin und time-warpen ein paar Orbits. Und dann werdet ihr sehen, wie wir uns da immer näher kommen. Also erstmal entfernen wir uns jetzt voneinander. Weil ich logischerweise, ich bin langsamer, das heißt, ne? Aber ihr seht, wir kommen uns jetzt immer näher. Mehr oder weniger. So, und gleich waren es hier ungefähr hierhin wahrscheinlich. Oder da so hin ungefähr. Ja, da. Plopp. Das machen wir jetzt noch ein paar Mal und dann haben wir es gleich. Normalerweise. Warp hier. Noch ein paar Orbits. Und viel mehr muss man gar nicht machen. So leicht ist das schon. Und plopp, da ist es jetzt. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal hin und nutzen Manöver Notes. Jetzt, wo ihr das System hier verstanden habt, hoffe ich doch mal. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Orbits. Wunderbar. Das sieht schon mal ganz gut aus. 6 Orbits und dann sind wir hier schon bei einer Separation von 100 Kilometern. Oh, wow, das ist perfekt. Danach haben wir eine Separation von 1,3 Kilometern. Ich könnte das jetzt so machen. Also ich könnte es quasi einfach so nehmen mit den 1,3 Kilometern. Da müsste ich quasi gar nichts machen. Ich time-up einfach hier hin und dann passt das schon. Aber da das unrealistisch ist, dass ihr quasi genau dasselbe Glück habt wie ich, werden wir jetzt einen Orbit früher hingehen. Sprich hier in diesem Orbit, wo es nur 100 Kilometer sind. Und dann zeige ich euch, wie man das theoretisch gesehen annähern könnte. Hoppala, jetzt habe ich das Target hier angetargetet. Wo ist es? Da. Dann zeige ich euch mal, wie das wäre, wenn ich jetzt keinen perfekten Encounter hätte quasi. Wenn es nicht 1,3 Kilometer wären. Dann zeige ich euch, wie man sich da sonst noch annähern kann quasi. Wir gehen jetzt also hin. Ich gucke jetzt hier an der Stelle nochmal, wo wir das hier alles gefunden haben. Und dann werden wir jetzt einmal kurz dahinter time-warpen. Zu diesem Orbit hier an der Stelle. Und dann klickt ihr einfach einmal auf Orbit. Dann seht ihr Surface und danach kommt Target. So, und jetzt macht ihr folgendes. Ihr geht einfach hin und dreht euch hier drauf. Ja, ihr sorgt einfach dafür, dass, wollen wir das actually machen? Ich kann gerade überlegen. Also an sich ist es unwise, weil, wie gesagt, ne, im nächsten Orbit sind wir quasi nebeneinander mit dem Target. Deswegen, ja, ich mach's trotzdem mal. Wie gesagt, zu Demonstrationszwecken. Und dann bauen wir unseren Speed hier runter. Actually, ich glaube, ich kann es mir nicht erlauben. Tatsächlich. Ne, wir können es uns nicht erlauben. Wir haben zu wenig Delta V, glaube ich. Ich glaube, wir schaffen das sonst nicht. Ich habe eh Quickstep, wir probieren es einfach mal. So, wir bauen uns einfach unseren Speed vom Target runter. Ich merke gerade, dass wir ein kleines Problem haben. Weil wir dann sonst abstürzen werden. Jetzt muss ich mal kurz die Manöver noch löschen, damit ich kurz meine actual Werte sehe. So, damit hätten wir jetzt eine Separation von 95 Kilometern hier noch. Wie ihr seht, hoppala. Ah, ich mach gerade hier dumme Fehler. Ah, nimm mal da hinten, aber den anderen, ja, ich bin so doof. Da hinten ist der neue Intersect, der uns jetzt interessiert. Ich habe es hier hinten einen neuen Intersect erschaffen. Essentially, was ich gerade mache hier, wenn ihr auf Target stellt und dann auf den Retrograde-Marker burnt ihr quasi, also ihr müsst euch vorstellen, dieser Speed hier ist der Speed zwischen euch und eurem Target. Also was das einfach bedeutet, wie erkläre ich das? Quasi, ihr bewegt euch in Richtung A und euer Target bewegt sich in Richtung B. Vielleicht ist, also in diesem Fall ist es ungefähr dieselbe Richtung sogar. Aber das ist quasi der Geschwindigkeitsunterschied zwischen euch. Und wenn ihr den runterburnt, dann begebt ihr euch quasi mehr auf denselben Kurs und nähert euch quasi dann irgendwo hier später an. Mehr oder weniger. I hope that makes sense in some capacity. Anyways. Ihr müsst dann einfach, wenn ihr einen relativ guten Encounter habt, wie ich jetzt hier schon, müsst ihr einfach dafür sorgen, dass ihr euch einfach noch mehr annähert. So zum Beispiel, ich hatte gerade quasi so einen super perfekten Encounter mit einem Kilometer Unterschied, aber jetzt habe ich mir quasi nochmal so einen mehr oder weniger perfekten Encounter erschaffen. Wenn ich jetzt hier noch ein bisschen weiter runterburne, wie ihr seht, dann geht es noch weiter runter. Und jetzt habe ich auch hier einen 1 Kilometer Encounter theoretisch gesehen. 0,3 Kilometer Encounter sogar. Wunderbar. Oder Intersect, I guess. Den haben wir soweit. Viel näher ran müssen wir auch gar nicht. Ich würde sagen, Quicksave ich hier nochmal. Ja, ich Quicksave hier nochmal. Warum nicht? Kann man auch nochmal Quicksaven. Dann time-warpen wir jetzt einfach hier. Annehmen wir, das ist unser Orbit so. Dann time-warpen wir jetzt einfach mal einmal kurz hier rüber. Irgendwo vor dem Encounter. Ein gutes Stückchen vor dem Encounter, und wie ihr dann gleich sehen werdet. Passt das dann soweit auch gleich schon alles. Dann müssen wir gleich noch einmal kurz gucken, dass wir unseren Target-Speed dann gleich auf 0 runterburnen oder auf fast 0 runterburnen, damit wir einfach wirklich neben dem Target quasi herschweben. Also quasi, ihr seht, ja, wir haben jetzt unseren Orbit radikal verändert und der sieht komplett anders aus als der Target-Orbit, aber an dieser Stelle jetzt gleich müssen wir gleich einfach hingehen und dafür sorgen, dass wir quasi auf 0 Meter die Sekunde mit dem Target sind, damit wir quasi wirklich neben dem Target herfliegen und dann gleichen wir quasi automatisch, wenn hier gleich 0,0 Meter die Sekunde an dieser Stelle hier steht, also an der Intersect-Stelle, gleichen wir unseren Orbit quasi wieder an und schweben dann einfach neben dem Target her. Das ist quasi Sinn der Sache hier gleich. So, ich glaube, wir können noch ein bisschen näher ran time-warpen, würde ich sagen. Machen wir das so glatt mal. Time-warpen machen wir kurz hier rüber. Und wechseln wir den Kamerafokus mal wieder auf unser eigenes Raumschiffchen. Distanz von 4 Kilometern aktuell, 3 Kilometern. 2 Kilometern. 1 Kilometer. Und ich würde sagen,
So, wir warten so ein paar Sekunden ab. Ich würde sagen, wir warten bis irgendwie 500 Meter oder irgendwie sowas in die Richtung. Und dann werde ich hier langsam mal sicher anfangen, meinen Speed zu reduzieren, meinen Target Speed. 900 Meter. Ah, es packt sich gerade rum. So, 800 Meter. 700 Meter. 600 Meter. So, und jetzt werde ich langsam anfangen, hier den Target Speed runterzubauen. 500 Meter. Und wir sehen, der Wert geht jetzt immer langsamer runter. Und unsere Orbits werden sich, ähneln sich jetzt immer mehr und mehr und mehr. Das ist ganz einfach ein Grund. Und der Intersect wandert immer weiter in die Zukunft. Bis er gleich gar nicht mehr passieren wird, quasi, weil er quasi konstant passiert. Weil, wie ihr seht, ist unser Target Speed nur noch bei 5 Metern, 4 Metern, 3 Metern, 2 Metern, 1 Meter. Und damit dümpeln wir jetzt quasi neben unserem Target her. Und was ihr jetzt machen müsst, das ist quasi das, was man dann beim Docken machen müsste, ist, ihr geht jetzt einfach kurz hin, geht auf diesen Marker hier, auf, das ist Anti-Target, damit fliegt ihr vom Target weg. Ihr geht auf Target aber. Ihr geht einfach auf Target, dreht euch auf euer Target zu, das befindet sich anscheinend irgendwo da in diese Richtung. Und es gibt einfach ein ganz bisschen Gas in die Richtung. Und jetzt dümpelt ihr ganz lang. Da vorne ist das Target. Da sehen wir es auch schon. Jetzt dümpelt ihr einfach ganz langsam in Richtung Target zu. Aufs Target zu mit 1,3 Metern in Sekunde. Dadurch haben wir unseren Orbit jetzt quasi wieder minimal verändert. Aber das hat den praktischen Nebeneffekt, dass wir jetzt. Wie ihr seht, das Target wird immer größer, weil wir dem Target immer näher kommen. Nach und nach. So. Jetzt werden wir einfach mal kurz nochmal unseren Speed killen. So, 0,0. Wir dümpeln jetzt wieder genau perfekt neben dem Target her. Jetzt machen wir wieder mit 1 Meter Sekunde aufs Target zu. Das müsst ihr eventuell ein paar Mal machen, als Korrekturmanöver einfach. Und wie ihr seht, sind wir jetzt echt nah dran. Ein bisschen näher dran können wir, glaube ich, noch. Wunderbar. Da sind wir, das ist das Cockpit. Da dümpelt unser Körper, den wir retten müssen, drin. Der dümpelt da gerade vor sich hin, in dem Cockpit. Jetzt killen wir unseren Speed wieder. Wir sind jetzt nah genug dran. Wie gesagt, ich werde jetzt keinen Dockingport dran schweißen. Jetzt einfach immer die scharfe S-Taste, die dürfte es sein, drücken. Genau, damit könnt ihr jetzt hier auf das Schiff wechseln. Vom lieben Greg Dinn. Vom lieben Greg Dinn Kerman. Da geben wir uns einfach einmal EVA. Und schon haben wir jetzt hier unseren. Let go bitte. Schon haben wir jetzt hier gleich unseren kostenlosen Engineer. Den müssen wir uns einfach einmal kurz rüberfliegen hier. Mit Jetpack RCS. Aber das ist auch alles gar nicht so schwer, wie ihr seht. Das geht eigentlich alles kinderleicht. Den fliegen wir jetzt hier eben kurz rüber. Eieiei. Aufpassen, dass ihr nicht an eurem Raumschiff vorbeifliegt. Und dann müsst ihr einfach einmal kurz rüber zum Crew Hatch. Grabben. Boarden. Und das war's. Damit haben wir den lieben Greg Dinn quasi schon gerettet. I guess Contract Parameter complete, aber wir haben den Contract noch nicht completed, weil wir ihn, glaube ich, noch nicht gerettet haben. Ja, wir müssen ihn noch auf Kerbin recovern. Und ich würde fast sagen, komm, das machen wir auch noch eben schnell in dem Video. Jetzt sind wir schon fast durch mit dem Video, da können wir das auch noch eben schnell machen. Wir gehen einfach hin und setten Target wieder auf Kerbin. Set das Target. Gehen wieder auf Orbit hier, wichtig auf Orbit zurückzugehen. Dann geht er einfach immer auf Prograde. Und eigentlich ist es, glaube ich, egal, in welche Richtung ich jetzt burne. Ich habe noch mehr als genug Delta V normalerweise. 1000 sollte reichen. Ich quicksave trotzdem vorher, aber sicherheitshalber. Aber 1000 Meter Sekunden Delta V sollte reichen, um jetzt hier, egal in welche Richtung ich jetzt hier burne, bis nach Kerbin zu kommen und zu deorbiten. Das sollte normalerweise drin sein. Und zur Not haben wir noch RCS-Fuel, wie gesagt. Aber just in case, einmal vorher sicherheitshalber quicksave. Ich glaube, wir können noch ein bisschen weiter in die Richtung hier burnen. Und können für niedrige Delta V-Kosten hier unseren Orbit jetzt noch massiv lowern. Das sieht gut aus. 3 Millionen. 2,9 Millionen. Ich glaube, jetzt wird es ineffizient weiter zu burnen, deswegen werden wir jetzt einfach hier transferen in die Kerbin Sphere of Influence. Bitteschön. So. Jetzt können wir gleich Retrograde burnen. Jetzt nicht weiter Prograde burnen, sondern Retrograde burnen natürlich, um hier den Flug entsprechend gleich zu deorbiten. Und ich glaube, ich kann sogar einfach an der Stelle burnen. Normalerweise würde ich noch bis zur Apoapsis Time Warpen, aber ich glaube, wir können auch jetzt schon burnen. Reicht das? Das reicht, glaube ich, ne? Das sieht mir so aus, als würde es reichen. Ja, da haben wir irgendeinen Mond-Encounter. Aber keine Sorge, not to worry. Das ist alles halb so dramatisch. Und schon, wir sehen 1,5, 1,4 und wir haben noch 800 Meter Sekunden Delta V. Ja, komm, wenn wir noch ein bisschen mehr. Ich wollte erstmal gucken, ob es wirklich reicht, aber es reicht definitiv. Wir haben noch mehr als genug Delta V. Deswegen habe ich hier gerade erstmal nur vorsichtig geburnt. Und jetzt würde ich sagen, bauen wir uns mal runter auf irgendwie 30, 40, irgendwie sowas in der Richtung. Jetzt habe ich hier irgendwie die Intersections mit Kerbin anscheinend. That's rather interesting. So, Periapsis von 48. Wir bauen uns mal runter auf 20. Oder, ja, so. Damit sollten wir der Atmosphäre normalerweise also nicht mehr entkommen können. Damit definitiv nicht mehr. So. Wunderbar. Und damit haben wir es an sich geschafft. Jetzt müssen wir gleich nur noch die Fallschirme entsprechend zünden, wenn wir dann gleich bei Kerbin ankommen sind. Und dann war's das. Auch hier kann ich nochmal quicksaven. Auch das ist noch recoverable übrigens. Wo ihr nicht mehr quicksaven solltet, wäre vielleicht hier kurz davor, kurz vorm Re-Entry. Falls ihr jetzt eigentlich. Ich habe ein Heatshield vergessen, wenn ich gerade. Ja, das ist ein kleiner Patzer auf meiner Seite. Ein kleiner Patzer meinerseits, dass ich den Heatshield vergessen habe. Bitte bei eurer Rakete kein Heatshield vergessen. Das ist wichtig. Aber ich glaube, wir können hier unseren Thruster-Block, hier unseren Treibstofftank und unser Triebwerk als Makeshift-Heatshield nutzen.
das sollte normal so funktionieren. Wir nutzen das einfach als Makeshift-Heat-Shield. Wir tun so, als wäre das unser Heat-Shield. Und wenn es das Ding um die Ohren fliegt, dann ist es halt so. Hauptsache unsere Fallschirme überleben. Wo ist Corbin bitte? Da ist Corbin, okay. Wunderbar. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Und schauen, wie es läuft. Mal so soll es aber eh smooth sailing from hier sein. Auch ohne Heat-Shield, wie gesagt. Wir können einfach unseren Treibstofftank, glaube ich, als Heat-Shield nutzen. Das ist natürlich nicht empfehlenswert, aber ich glaube, es funktioniert. Deswegen machen wir es einfach mal so. Mal schauen, ob es klappt. Wie gesagt, wenn der Sachen explodieren, das passt schon, ist alles okay. Das darf ruhig explodieren. Das ist nicht weiter schlimm. Wenn jetzt hier das Triebwerk explodiert und auch der Treibstofftank, das ist alles okay. Passiert aber gar nicht. Wunderbar. Wir können sogar vielleicht sogar das Triebwerk mit recovern. Das wäre natürlich auch nice. So, ändern wir das mal auf Actual Höhenlevel. Oh wow, wir haben sogar, glaube ich, genug Thrust-to-Weight-Ratio eventuell, um das Ding hier wirklich zu landen. Das wäre natürlich sick. Aber wir haben nicht genug Delta V dafür, glaube ich. Deswegen werden wir das nicht tun. Wir werden einfach gleich die Fallschirme zünden. Also wir sollten das Ding erst leer burnen, glaube ich. Just in case. Wenn wir das Ding leer, damit wir weniger Gewicht haben. So viel Gewicht wie möglich sparen. Okay. Wir haben kaum noch Speed drauf. Deswegen habe ich gerade einmal kurz aufgehört zu burnen. Wunderbar. So, jetzt ist das Ding leer. Und dann können wir gleich in aller Ruhe die Fallschirme öffnen. 9000 Meter Höhe haben wir noch. Haben wir noch drauf, aber ich glaube, ich werde uns noch mal ein bisschen weiter runterfallen lassen, bis irgendwie. Also uns Speed gain lassen, bis irgendwie 5000 Meter, damit es ein bisschen schneller geht mit dem Landen hier. Sonst dauert es eine halbe Ewigkeit, wenn der Fallschirm gleich schon aufgeht. So, 6000, 4000, 5000. 4000, 5000, ja. Das ist auf jeden Fall. Liebe Kinder, das ist genau die Reihenfolge, in der die Zahlen kommen. Erst 6, dann 4, dann 5. Lernt man auch in der Grundschule so. Anyways, ja. Und damit dürfte es eine erfolgreiche Landung werden, normalerweise. Zur Not können wir uns immer noch von unserem Triebwerk trennen, natürlich. Aber ich glaube, wir haben genug. Fallschirmpower, jawohl, wir haben genug Fallschirmpower, um das Triebwerk so noch mit zu recovern. Und wie ihr seht, damit haben wir den lieben Greg, den es hier entsprechend recovered. Und alles sogar in einem Video. Muss ich also doch keinen zweiten Part, keinen Zweiteiler draus machen. Damit haben wir ihn recovered. Also fast. 500 Meter Fall sind es noch. Aber ich würde sagen, damit kann ich schon mal die Abmoderation machen. Wie ihr seht, das ist eigentlich alles gar nicht mehr so schwer. Ich hoffe, ich habe das alles halbwegs verständlich erklärt. Der schwerste Part ist eigentlich, wie gesagt, also der allerschwerste Part, den ich jetzt noch machen musste, war den Orbit zu drehen, wie ihr gesehen habt. Aber auch das ist kein Ding. Zumindest auf dem Mond nicht. Auf Kerbin ist es, glaube ich, ein bisschen schwerer, im Kerbin Orbit, den einfach komplett zu drehen. Aber ihr könnt einfach in die richtige Richtung starten, möglicherweise. Sollte kein Ding sein. Einfach in die andere Richtung kippen, zur Not. Falls ihr da in die andere Richtung fliegen müsst, am Start. Ansonsten, was ist sonst so schwer? Ja, wie gesagt, ansonsten das Schwerste ist ja halt logischerweise, da das Rendezvous-Manöver, also quasi sich im All zu treffen und dann rüber zu fliegen. Also um dann rüberfliegen zu können. Aber wie ihr gesehen habt, ihr müsst einfach das Ganze timen. Ne? Der eine Orbit muss größer sein als der andere. Oder halt kleiner als der andere. Und dann entsprechend, wenn ihr einen relativ nahen Encounter habt, müsst ihr einfach gucken, dass ihr euren Speed zum Target versucht zu minimieren und kleiner zu machen. So dass ihr dann wirklich da entsprechend so einen Encounter kriegt. So ein Intercept, der wirklich nah ist. Wenn ihr keinen wirklich nahen kriegen könnt, ohne aus Versehen abzustürzen. Also zum Beispiel, wenn ihr bei Körpern dann theoretisch gesehen hier in die Atmosphäre zurückfallen würdet. Und muss auch das noch mal kurz an der Stelle abschließen als Tipp. Wenn ihr quasi auf, sagen wir mal, 70.000 Metern, also auf 70.000 Meter runterbrettern müsstet, könnt ihr euch einfach Schritt für Schritt auch annähern. Also quasi einfach nur ein bisschen euren Target Speed reduzieren. Und dann fliegt ihr quasi bis zum nächsten Intercept und macht es dann da wieder und wieder und wieder und wieder, bis ihr dann letztendlich wirklich einen extrem close Intercept habt und dann, ja, da habt ihr gesehen, wie der Rest geht. Der Rest ist dann eh relativ easy. Aber ja, dann würde ich sagen, wäre es das fürs heutige Video. Ich recover das Vessel und damit dürften wir auch unseren Contract completen. Normalerweise zumindest. Bitteschön, Spiel. Da habe ich irgendwie komischen grünen, suspekten grünen Punkte da oben gerade. Auch ein lustiger Renderbug, I guess. Anyways, ja, loading, please, danke. So, wir haben ein bisschen was an Science-Daten recovered anscheinend. Ein bisschen was an Geld zurückgekriegt. Greg, den haben wir auch recovered, wunderbar. Damit haben wir jetzt noch einen weiteren Level 1 Engineer. Und damit würde ich fast sagen, Contract Parameter Complete. Greg, den was added to the crew. Das ist der Effekt, der für mich am wichtigsten ist, dass ich jetzt gratis einen Körbel gekriegt habe. Nicht nur das, ich habe quasi sogar noch Geld dazu gekriegt, dafür, dass ich hier den lieben Greg, den gesaved habe. Haben wir quasi sogar noch Geld damit verdient, dass wir einen Körbel dazu gekriegt haben, was auch eine rare occurrence ist, I guess. So, aber damit würde ich sagen, hätten wir es für das heutige Video. Ich hoffe, das war für euch vielleicht auch ich hoffe, das war für euch hilfreich und vielleicht auch aufschlussreich. Und dann würde ich was sagen, verabschiede ich mich für das heutige Video. Wie bereits gesagt, lasst mir gerne ein Abo da oder auch ein Like oder auch einen Kommentar. Auch das hilft mir alles sehr auf YouTube weiter aus und wird das Video hier wird dabei aushelfen, dieses Video anderen Leuten noch zu promoten, dass auch die das vielleicht sehen und dann davon profitieren können. Anyways, das wär's von mir für das heutige Video. Ich wünsche euch einen schönen Resttag. Lasst mir gerne ein Abo da. Wie gesagt, habe ich gerade schon gesagt, ich bin schon wieder am Loop hier. Am Ende von dieses loop ich immer ganz gerne mal und wiederhole Statements immer wieder, aus irgendwelchen Gründen. Aber ihr müsst doch nicht abschalten,
Falls ihr einfach weiter gucken wollt, könnt ihr gleich einfach auf der Endcard auf die nächste Folge klicken. Da geht es direkt weiter mit einem weiteren, hoffentlich aufschlussreichen Guide zu irgendwas. Ich weiß noch nicht genau was. Hab ich mich noch nicht zu entschlossen. Aber das werde ich dann beim nächsten Video bestimmt entschieden haben, logischerweise. Wie auch immer, das wäre es aber erstmal für den heutigen Part. Also vom heutigen Part aus verabschiede ich mich erstmal von euch und sage soweit Tschüss oder bis gleich, je nachdem. Vielleicht guckt ihr gleich einfach weiter. Und damit würde ich was sagen. Wär's das fürs heutige Video? Und damit, ja, roll die Endcard. Bis gleich oder Tschüss oder was auch immer. Wir hören uns. Hoffentlich. Fällt euch!